Und das ist natürlich Austria Memphis gegen Casino Salzburg. Und dabei wollen wir Ihnen einen jungen Mann vorstellen in den Reihen der Wiener. Seit kurzer Zeit spielt er bei der Austria und er könnte durchaus auch weiblichen Anhang ins Horststadion locken, nämlich Vitali Astafjev. Ein Fußballer der Sonderklasse, immerhin ist er auch lettischer Rekordspieler. Ein starker Fußballer mit einer kleinen Schwäche. Mittelfeldregisseur Vitali Astafjev, seit zwei Wochen violetter Wahlwiener. Er liebt es, den Ball liebevoll zu streicheln. Und er liebt Autos, schnelle Autos. Der Mann, den sie in Lettland Fürst des Baltikums nennen, fühlt sich natürlich in einem edlen Sportwagen besonders wohl. Fußballfürst und Nobelauto, ist da ein Vergleich zulässig? Der Neo-Austrianer selbstbewusst? Ich bin auch schnell und spritzig, genau wie ein Ferrari. Auch Trifon Ivanov liebt ja die roten Italiener. Kein Zufall, sagt er dafür. Wir pflegen denselben Stil, haben beide lange Haare und wir schießen gerne Tore. Einsam ist er in Wien nicht. Ich bin von dieser Stadt und vom Club gut aufgenommen worden. Wohnung habe ich gefunden, Auto bekomme ich, allerdings Seat statt Ferrari. Und nächste Woche kommt meine Freundin, die gut Deutsch spricht. Mein Ziel bei Austria Memphis, Meister werden, in der Champions League spielen. Mein Traum, später in einem großen Fußballland zu spielen, in Spanien, Italien oder England. Ja, und natürlich träume ich von der WM-Qualifikation. Österreich gegen Lettland im November. Da möchte ich das entscheidende Tor zum lettischen Sieg schießen. Also bei der Austria wünschen wir dem Ferrari-Liebhaber alles Gute. Aber das mit dem Tor für Lettland, das soll er lieber bleiben lassen, der Vitali Astafjev. Und um die Verkehrspolizei zu beruhigen, die letzten Aufnahmen, die haben wir am Schneidetisch ein bisschen beschleunigt. Wir sind also beim Spiel zwischen Austria Memphis und Casino Salzburg, der dritte gegen den ersten. Und für einen war dieses Spiel natürlich ganz besonders aufregend. Für Walter Kogler hat zuletzt in Wien gespielt und kehrte jetzt als Salzburger ins Horststadion zurück. Ja, und vor 6000 Zuschauern war der Walter Kogler schon sehr fleißig beim Aufwärmen. Er hat auch seine Fans nach wie vor. Und geht er da in die falsche Kabine? Sie haben an die Ogris gehört, da gibt es einen Kuchen, aber den wollte der Walter Kogler vor Spielbeginn nicht annehmen. Der würde ihm doch zu sehr im Magen liegen. Er wurde in der Austria-Wien-Kabine nett aufgenommen, geht dann aber zur anderen Spielerbesprechung, ist eh klar. Und die Spielerbesprechung ist auch nichts fürs Fernsehen. Gute Laune also bei beiden Mannschaften. Und schauen wir uns die Teams vielleicht gleich an. Bei der Wiener Austria fehlen ja Schmidt und Dospel, weil Rachimov wieder spielt. Gager nach wie vor Libero, Demandecker, Schießwald und Pfeffer, dann Leitner, Rachimov, Flögel, Astafjev, Hacker im Mittelfeld und die Sturmspitzen Brunnmeier und Andi Ogris. Auf der gegenüberliegenden Seite Winkelhofer gesperrt, Ammerhauser und Radschunitzer nach wie vor verletzt, so muss Eigner, Mandecker spielen, gemeinsam mit Walter Kogler das Mittelfeld mit Plasnecker, Hütter, Hörmann, Jantschula etwas offensiver und Kotze an links und die Sturmspitzen Heiko Lessig und Edi Glieder, der Goalgetter der Salzburger. Die beiden Kapitäne, Andi Ogris und Adi Hütter. Und man hat schon die ganzen Minuten vorher alle Augenblicke beim Vorbereiten gespürt. Dieses Spiel hat einigen Zündstoff, birgt schon jetzt unglaubliche Spannung. Schiedsrichter Winkelbauer, ein erfahrener, routinierter Schiedsrichter, laufstark und konditionsstark, nicht ganz wetterstark. Walter Schani Skocic, der Austria-Trainer, Betreuer von Austria Memphis. Das Wetter, leichter Regen, feuchter Rasen, aber ein hervorragend präparierter Rasen und das Spiel kann nun beginnen. Die Austria-Fans begrüßen den Gegner natürlich mit Pfiffen und vom Anpfiff an, da bemerkt man, dass Heribert Weber, der Casino Salzburg-Coach, seine Mannschaft gut eingestellt hat, die sehr, sehr knapp beim Gegner steht, auf Konter aus ist und auch das Umschalten von Defensive auf Offensive sehr gut beherrscht. Hier die ersten Szenen. Jantschula. Verfolgt von Astafjev und hier von Pfeffer. Plasnecker, der Trofeicher Foul hier von Hacker, der links gegen den Salzburger spielt. Erste Freistoßmöglichkeit
nach dieser Attacke. Erste Möglichkeit für die Salzburger. Kotzian auch mit Nasenpflaster, wie Sie hier gesehen haben. Und Franz Gruber greift hier ein, war rechtzeitig mit den Fäusten heraus. Beide Teams versuchen den Spielraum sehr eng zu machen. Man sieht es hier. Und den Salzburgern gelingt das viel eher. Viele harte Zweikämpfe, nicht derb, aber mit äußerster Vehemenz und mit großem Einsatz geführt. Und die junge Austria-Mannschaft will zeigen, was sie kann. Hütter, der Kapitän der Salzburger, gefault von Astafjew, der wieder eine gute Vorstellung zeigt hier. Der Mann, den wir in den Vorspielbeginn vorgestellt haben. Ja, noch einmal Flögel und Astafjew. Oh, da kommt der Schiedsrichter auch noch mit ins Gerangel. Wieder Möglichkeit für die Salzburger. Die Stimmung ausgezeichnet. Sie sehen es oben am Bildrand. Leichter Regen. Ist was für die Techniker. Sehr frühzeitiges Attackieren der Salzburger. Man sieht das hier. Hier verletzt sich Heiko Lessig und auch Astafjew hat etwas abbekommen. Zum Glück trägt er Schienbeinschützer, wie man hier kurz gesehen hat. Schiedsrichter Winkelbauer immer am Tatort, trifft schnelle und korrekte Entscheidungen. Hat Lessig auch ein bisschen den Fuß stehen lassen, hat man hier den Eindruck. Wird hier kurz verarztet, kann aber dann weitermachen. Auch hier sieht man, sofort werden die Wiener von den Salzburgern attackiert und so muss man immer wieder zurückspielen. Etwas langsamerer Spielaufbau dadurch. Leitner. Lessig revanchiert sich jetzt hier und es gibt Freistoß nach dieser Attacke an Thomas Flögel. Ein offenes Spiel, schnell wechselnde Situationen und dadurch wird die Spannung immer größer. In der Mauer Lessig wieder und Adi Hütter. Guter Freistoß, wer hätte so gut schießen können? Nämlich Libero Gaga prüft hier Salzburg-Torhüter Otto Konrad. Hier noch einmal in unserer Superzeitlupe mit leichtem Effekt geschossen, dieser Ball. Konrad wäre im Eck gewesen. Eine gute Freistoßmöglichkeit durch den Libero. Man spürt, dass ein Tor förmlich in der Luft liegt. Wer wird aber die Mannschaft sein, die das erste Tor erzielt? Kotzian. Foul von Leitner. Schnelle Sprints in die Tiefe hat man hier gesehen von Janschola. Hier noch einmal die Attacke von Leitner in der Wiederholung. Man gönnt dem anderen keinen Zentimeter Raum. Nur hier ist sehr viel Raum. Flanke von Aigner. Heiko Lessig. Und das 0:1. Die Minute, Sie können raten, die 13. Minute. Und sie bringt auch Pech für den Torschützen. Er verletzt sich bei diesem Kopfball. Muss dann vom Spielfeld gebracht werden. Die Salzburg-Fans, die mitgekommen sind, freuen sich. Hier noch einmal Flanke des Manndeckers Aigner, der diese Rolle übrigens sehr gut spielt. Und hier zusammenprallen mit einem Abwehrspieler der Austria. Ich habe jetzt nicht ganz genau erkannt, wer es ist. Und Lessig verletzt sich dabei, muss verarztet werden und wie sich später herausstellt, hat er eine Gesichtsverletzung erlitten. Hier an der Reservebank der Salzburger vorbei und Rasem Bejcek wird nun von Heribert Weber ins Geschehen geschickt. Der Mann, der schon im letzten Spiel seine Premiere gefeiert hat. Der Kroate wurde erst kurz engagiert. Wieder Freistoß, wieder Gaga. Guter Freistoß, super gehalten. Und Ogris im Zweikampf mit seinem alten Kumpel Walter Kogler. Und er reklamiert sofort, ich habe nichts gemacht. Schauen wir uns das Ganze noch einmal an. Wieder ein herrlicher Freistoß von Gaga, wieder mit viel Effet. Aufsitzer ganz schwer zu halten für Otto Konrad, macht es glänzend. Ogris trifft den Ball und jetzt rutscht im Kogler hinein, sicher keine Absicht. Und der Andi Ogris, unverwüstliche Austrianer, kann bald wieder weiterspielen. Die Austria versucht ebenfalls Pressing zu spielen, Vorchecking zu spielen, ist aber immer ein bisschen weiter hinten dran als die Salzburger. Bejcek, guter Pass in die Tiefe. Kotzian in der Mitte läuft sich Glieder frei. Schießwald kommt nicht mehr hin, auch Gaga nicht. Und eine Riesenmöglichkeit für den Salzburg-Golgetter. Man hat es auch an dieser Einstellung gesehen, nach Vergeben seiner Chance sofort wieder attackieren des Gegners bei Ballverlust. Da hat Franz Gruber keine Schwierigkeiten. Adi Hütter. Und da wurde schon Offside gepfiffen vom Schiedsrichter Winkelbauer.
Pegida und Rachimov geraten aneinander. Rachimov hat noch attackiert, nachdem der Pfiff ertönt war. Beide haben ihn offenbar nicht gehört. Der Schiedsrichter beruhigt beide Gemüter und schauen wir uns die Szene noch einmal an. Der gute Pass von Hütter. Wieder nimmt den Ball mit, war schon offside in dem Moment. Das kann man jetzt natürlich nicht hören, er klingt die Pfeife des Schiedsrichters. Rachimov hat Glieder gefault, auch keine Frage, das hat dieses Bild gezeigt. Das gehört hier auch nicht, würde ich sagen. Aber gut, es geht weiter, alle beruhigen sich wieder. Hacker, gutes Solo. Wenn man einmal einen überspielt hat, dann geht's, das darf jetzt. Ogris hätte weiterlaufen lassen können für Brunmeier und so schießt er und Brunmeier ärgert sich. Vielleicht mehr wie Andi Ogris hier, denn hinter Ogris wäre Brunmeier allein gestanden. Dann der Konter wieder. Die Austria-Abwehr steht auf einer Linie, wie man hier gesehen hat. Glieder. Jetzt eine Kontermöglichkeit. Rachimov. Aber das dauert hier etwas lange. Schöner Pass auf Ogris. Mit der Faust Otto Konrad. Keine Gehässigkeiten in diesem Spiel, außer mal ein paar erhitzte Gemüter. Hier noch einmal kein Handspiel von Konrad. Hat den Ball noch im Strafraum berührt, bekommt aber die gelbe Karte. Das war in der 24. Minute. Und hier, Plasnecker spitzelt den Ball an Libero Gaga vorbei und zum Schock der Austria-Fans das 0:2. In der 31. Minute, wie aus heiterem Himmel, vom Abstoß weg, in einem Spielzug zum Ärgern, meint Franz Gruber. Dieses Tor. Spitzel an Gaga vorbei, der muss sich natürlich umdrehen, ist dadurch jetzt zu langsam. Und Plasnecker macht das wirklich mit Übersicht. Das erste Meisterschaftstor für den Trofeier. Wie lange dauert es noch? Herbert Weber und Kovacic sein Co. Ein bisschen langfressen, schaut der Janis Kocic rein. Ist auch verständlich. Die Wiener Austria macht eines, sie kämpft. Und das muss man der jungen Mannschaft zugute halten. Sie gibt auch in dieser Phase nicht auf. Will den Anschlusstreffer mit aller Macht erzielen. Und da verliert phasenweise die Salzburg-Abwehr ein bisschen die Übersicht. Und solche Zweikämpfe spielen sich im Strafraum ab. Wir schauen aber mit Alexander Stromer, was zur Pause gesagt wurde. Ganz kurz, die erste Halbzeit ist irgendwann nach Austria vorbeigelaufen. Was war los? Ja, wir haben leider gleich am Anfang ein dummes Tor gekriegt, haben versucht, den Ausgleich zu erzielen, haben wir dann auch zweit kassiert. Nur jetzt müssen wir halt alles probieren, dass wir noch einen Punkt oder vielleicht, dass wir die Partie noch umdrehen können. Herr Brunner, Sie haben Heiko Lessig in die Kabine mitbegleitet. Was war los mit ihm? Wie geht's ihm? Heiko Lessig hat mit ziemlicher Sicherheit einen Jochbeinbruch links und ist jetzt im UK Meidling. Dort wird ein Röntgen gemacht, anschließend der Schädel-CT und dann sieht man weiteres. Ein Tor, aber mit bitteren Folgen für den Legionär. In der zweiten Spielhälfte. Der Druck oder das versuchte Ausüben des Drucks der Wiener Austria hält weiter an und in den Anfangsminuten Otto Konrad im Mittelpunkt. Denn es werden auch noch Gegenstände, wir erinnern uns an das Hanapi-Stadion, auf den Salzburg-Torhüter geworfen. Schiedsrichter Winkelbauer sammelt das ein. Wird uns wahrscheinlich auch, oder hoffe ich doch später sagen, was da hineingeworfen wurde. Scheinen wieder Plastikfeuerzeuge oder kleine Gegenstände zu sein. Man sieht es hier an den Gästen von Otto Konrad und hier Erich Schreitl, der Tormann-Trainer und Co-Trainer von Walter Skocic, zeigt das auch dem Verantwortlichen. Und der Platzsprecher hier, Werner Hebenstreit, der Austria-Manager und der Platzsprecher mahnt dann, ja, sowas nicht zu tun, die Fans. Hier in der Totalen, Sie sehen, die Salzburger stehen alle in der eigenen Hälfte. Flögel. Und hat Pech. Nimmt den Ball von rechts nach links und dann springt der Ball vom linken Fuß an die Stange. Der Anschlusstreffer, der hätte der jungen Austria-Mannschaft natürlich wertvolle und wichtige Impulse geben können. Hier noch einmal, Brunmeier lenkt den Ball weiter, vorbei an dem umsichtigen Libero Sevcik. Und hat der Austria wirklich Pech. Wieder Astafi. Hacker. Fehler. Kotzian. Aber Herbert Weber hat alle seine Mannen nach hinten beordert. Es gibt nur wenige Fehler wie diesen.
Dein Kopfball von Brunnmeier, die Ausbeute nach diesem Abwehrfehler. Wie gesagt, wenige Fehler in der Abwehr von Casino Salzburg. Die Mannschaft steht hinten wirklich sehr gut. Nur hier verliert Kotzian den Ball an Flögel. Man kann der Austria-Mannschaft aus Wien das Kämpfen wirklich nicht absprechen. Ja, und er weiß das Rezept gegen eine massierte Abwehr. Spielt sie über außen, spielt sie über die Flügel, über die Flanken. Das versucht man, aber manchmal auch mit untauglichen Mitteln. Und den kommt dann immer wieder gefährlich. Da ist auf einmal Kotzian allein. Guter Haken von ihm mit dem rechten Fuß. Eine Riesenmöglichkeit für Kotzian. Hier noch einmal. Haken vorbei an Leitner. Mit dem rechten Fuß. Vorbei. Na, hat Franz Gruber, da hat die Wiener Austria Glück gehabt. Das mit sehr viel Übersicht gemacht. Dann wieder Freistoß. Hütter. Noch einmal Hütter. Kann nicht gehalten werden. Leitner rückt hinein. Wieder ist Kotzian allein. Geht vorbei. Wird nicht attackiert. Und das ist das 0:3 in der 71. Minute durch Tomislav Kotzian, den Mann mit der Spielmachernummer, mit der Nummer 10 und Franz Gruber zum dritten Mal geschlagen. Links sehen Sie Walter Hörmann, auch einen Ex-Austrianer aus Wien. Und hier noch einmal diese Szene. Leitner war hineingerückt. Kotzian überspielt ihn. Er wird nicht attackiert, kann sich den Ball auf sein starkes Bein legen und mit dem linken Fuß. 0:3. Welche Freude für die Salzburger. Sie wissen, was das bedeutet. Man muss sagen, Herbert Weber hat seine Mannschaft sehr gut eingestellt. Das hat auch Walter Skocic versucht. Aber vielleicht stehen doch einige routinierte Spieler mehr in den Reihen der Salzburger. Hier ein Fehler von Jančula. Flögel. Ogris hier im Zweikampf mit Libero Sevcik. Aber der kann bald wieder weiterspielen. Ein bisschen Wassern wird natürlich auch dabei sein. Man führt mit 3 Toren auf dem Horplatz. Aber da sieht man, dass Ogris doch mit dem linken Bein oder mit dem linken Fuß Sevcik getroffen hat. Kovacic, der Co-Trainer, will auch mitspielen. Ein bisschen Zeit schinden und Gaga hat sich wieder den Ball geholt. Effektiveres, schnelleres Spiel der Salzburger in diesen Phasen. Manchmal gelingt der Spielaufbau bei der Wiener Austria nicht nach Wunsch. Wird zu langsam attackiert. Daraus ergeben sich diese Kontermöglichkeiten, die auch zu Eckbällen führen. Ein Kopfball von Bezsek und Edi Glieder ist da. Der Mann, der immer für Tore gut ist. Und 0:4, 4 Minuten vor Spielende. War das zweite und dritte Tor vielleicht schon so etwas wie eine Vorentscheidung. Jetzt ist es endgültig klar. Casino Salzburg gewinnt hier sehr, sehr hoch. Ich kann mich nur erinnern, dass einmal Jurcevic hier 4 Tore geschossen hat und Salzburg gegen die Mannschaft der Austria, damals betreut von Hickersberger, glaube ich auch 4:0 gewonnen. Hier aber das vierte Tor nach diesem Eckball von Tomislav Kotzian. Bezsek und Glieder ist da und 0:4. Die Wiener Austria hat sehr viel Herz, zeigt dieses Herz auch in vielen Aktionen. Manchmal wird übertrieben, wie hier bei Rachimov gegen Walter Hörmann. Der nimmt seinen Gegenspieler in den Schwitzkasten. Ein bisschen eine Faustpartie ist auch dabei. Rachimov will sich rächen. Da kommen alle anderen herbei, vor allem Schiedsrichter Winkelbauer, der das sehr geschickt macht, nicht überhastig agiert, die Streithähne trennt, die Gemüter beruhigt und am Schluss verläuft alles wieder in freundschaftlichen Bahnen. Der Schlusspfiff ist auch schon da. Auch Hörmann und Rachimov versöhnen sich. Es gibt letzte Diskussionen, aber auch versöhnliche Gesten. Und die Spieler von Casino Salzburg, da gibt es noch ein Bussi von Sekretär Mirtl für den erfolgreichen Herbert Weber. Wer hätte das noch vor 1,5 Jahren gedacht? Die Salzburger verabschieden sich vor allem von ihren Fans. Sie haben 4:0 in Wien gewonnen. Ja, und das ist die zweite Heimniederlage der Austria in Folge. Und die Salzburger, die haben sich als stärkste Auswärtsmannschaft wieder bestätigt. Das war also der erste Teil von Fußball, aber bleiben Sie dran, denn gleich folgen Hintergrundberichte, Analysen und Interviews in unserem Nachspiel.